Seid schon da? Hallo, liebe Freunde der Musik. Ich sitze heute hier mit meinem Cello. Genauer gesagt, das Violoncello. Denn es kommt aus der Familie der Violinen, der Streichinstrumente. Bestimmt kennt ihr die kleinen Geigen. Sie sind so klein, dass man sie unter das Kinn klemmen kann, um damit zu spielen. Das Cello ist viel, viel größer. Deshalb spiele ich es zwischen den Beinen. Mein Cello ist mein größter Freund und wir lieben es, zusammen auf Reisen zu gehen und zu träumen. Stellt euch einmal vor, wir gehen zusammen auf eine blühende Blumenwiese. Dort legen wir uns ins weiche Gras und lauschen den Vögeln. Ja, richtig. Der Kuckuck ruft dort aus dem Wald. Da wollen wir uns ein bisschen näher schleichen. Was steht dort? Ein klitzekleines Männchen steht mitten auf der Lichtung. Aber was ist das? Da steht noch jemand. Er sieht sehr unfreundlich drein. Noch kleiner. Das muss ein böser Zwerg sein. Und jetzt? Jetzt fangen sie auch noch an, miteinander zu schreiten. Da wollen wir uns schnell lieber davon machen. Uff, geschafft. Aber so leicht lassen wir uns nicht einschüchtern. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer in den dunklen Wald. In dem Wald muss man sehr vorsichtig sein. Man weiß nie, was einem... Oh! Es ist nichts geschehen. Ich bin nur ein wenig ausgerutscht. Jetzt passe ich besser auf. Seht, da drüben, zwischen den Bäumen, etwas ganz Großes. Es bewegt sich so schwerfällig, als ob es tanzen würde. Es ist ein Bär. Ein Tanzbär? Ein Bär tanzt dort, ein Bär tanzt dort, hin und her und rundherum. Zugegeben, manchmal geht die Fantasie mit uns beiden ein wenig durch. Und dann müssen wir uns beruhigen. Dazu gehen wir zu dem wunderschönen großen See. Das Wasser glitzert und die Wellen, sie kräuseln sich ganz sanft. Wenn man bis an den Grund schaut, kann man sogar kleine Fischlein entdecken. Und dann kommt silberweiß der Schwan. Fantasiert. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wer von euch möchte gerne das Cello ausprobieren? Du? Ja? Nein? Warum nicht?
Ah, das Cello ist ja viel zu groß. Entschuldigung, Kinder. Ich habe vergessen, euch zu sagen, dass es für Kinder natürlich viel kleinere Celli gibt. Wie alt bist du denn? 7. Und du? 6? 10? 9? Dann geht ihr also alle schon in die Schule. Ich werde für euch jetzt ein Cello holen für die Volksschulkinder. Holen oder besser zaubern? Ich zaubere so gerne, Kinder. Helft ihr mir? Spannung. Konzentrieren. Und der Zauberspruch. Hokus, pokus, violinibus, cellissimus, verwandlibus. Das ist aber klein. Das ist mein 16. Cello. Aber es ist alles dran. Die Schnecke, die Wirbel, das Griffbrett, die 4 Saiten, der Steg und sogar der Stachel. Und der Bogen auch. Er schaut genauso aus wie mein großer. Die Bogenstange und hier die Bogenhaare. Und jetzt kommt die Rätselfrage von heute. Von welchem Tier sind diese Bogenhaare? Und während ihr ein bisschen darüber nachdenkt, spiele ich einmal auf dem kleinen Cello. Wer möchte das Cello mitnehmen? Du? Wie alt bist du denn? 4, schon fast 5. Sehr gut. Ich gebe dir das Cello mit und morgen kannst du es in den Kindergarten mitnehmen. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir es aber geschafft. Das ist genau das Richtige für euch, nämlich ein Viertelcello. Und deshalb legen wir jetzt auch gleich los und jetzt seid ihr dran. Aufgepasst! Freunde der Musik, das war's für heute. Das war das Violoncello. Und wenn ihr noch Näheres darüber wissen wollt, meldet euch doch einfach in der Musikschule. Und ich bin euch noch eine Antwort schuldig. Die Lösung des Rätsels ist, die Haare von dem Cellobogen sind vom Pferdeschwanz. Tschüss!